Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde. Heute ist der vierte Spieltag bei der Schachbundesliga und Aachen spielt heute gegen Berlin. Und unser Großmeister Falko Windrich hat heute Remis gespielt gegen Ian Schneider und die werden euch jetzt durch die Partie begleiten. Jo, okay. Wir haben ja schon einige Male, aber eigentlich hatte ich immer schwarz, oder? Das muss so die vierte Turnierpartie sein. Ja, mein Score ist nicht so überragend. ja, gut, es begann mit E4. Ich habe eigentlich mit D4 gerechnet, aber es kam halt doch E4. Ich habe dann gleich was anderes gespielt. Normalerweise spiele ich erstens E5. Ja, also das C3 kommt heuer relativ leicht vorauszuahnen. Ja, das hatte ich in der letzten Woche mal vorbereitet. Springer F3, also diese so kleine Geschichten mit D4, die finde ich immer nicht so. Ja, und Springer A3, das ist so ja, eine typische Idee, aber heutzutage nicht mehr so häufig gespielt, weil es relativ einfach ist für Schwarz auszugleichen. Nach Springer C6. Ich habe es schon erklärt, oder er weiß es eigentlich schon. Ich versuche oft für den Sieg die Energie des Gegners für mich mitzunutzen. Deswegen ja, es ist eine sehr provokative Variante eigentlich. Ja. Ne? Lässt Schwarz alles erstmal machen. Aber ist auch nicht so schlimm für Weiß. Läufer E2 ist ungewöhnlich. Es gibt Läufer C4 oder D4. Und nach Läufer E2 gibt es... Nach D4 ist doch dieser Modezug Läufer F5 und da bin ich überhaupt nicht im Bilde. Ja, und das ist das Problem. Also genau. Deswegen. Läufer E2 und jetzt normalerweise wird hier E6 gespielt, aber ich habe das zu Hause mit dem PC angeschaut und E5 ist der beste Zug hier. Normalerweise müsste Weiß hier D3 machen und nach Rochade, Läufer E7, Rochade hat Schwarz ausgeglichen. Und nach Rochade ist wiederum diese etwas provokative Linie. Da gibt es, glaube ich, in der Datenbank nur einen Spieler, der das ein paar Mal gespielt hat, mit mäßigem Erfolg mit Weiß. Ich hatte das schon oft, aber nur im Schnellschach. Also in Turnierpartien hatte ich das noch nie. Weil nach E4 zeigt der PC schon an, dass Schwarz besser steht. Und einer der Züge, die der PC hier anzeigt, ist D4, die Figur zu opfern mit Weiß. Weil E schlägt F3 ist sehr schlecht für Schwarz. Nach Läufer schlägt F3 ist es schon fast gewonnen für Weiß. Ich dachte, das wollte Ilja hier spielen, nach E4. Der beste Zug nach D4 ist für Schwarz nicht die Figur zu schlagen, sondern Läufer G4 zu machen, die Entwicklung fortzusetzen und dann steht Schwarz auch besser. Darauf hatte ich eigentlich gehofft. Nee, aber ich bin an sowas eigentlich gar nicht interessiert. Ich spiele ja eigentlich in den meisten Fällen Blitzen und Schnellschach und für sowas ist das eben ganz, ganz gut, den Gegner erstmal auf eigenes Terrain locken und dann versuchen, schwache Felder auszunutzen. Also das entspricht eigentlich sehr, sehr gut meinem Verständnis von Schach, was sich in letzter Zeit rauskristallisiert hat. Also wenn man das jetzt so betrachtet, Schwarz hat das Zentrum, weiße Figuren stehen so auf der Grundreihe, noch ein Springer am Rande, also es sieht eigentlich alles sehr gut aus für Schwarz. Allerdings gibt es auch ein paar Negativpunkte. Zum einen, Dame auf D5 steht ein bisschen anfällig gegen irgendwelche Ideen mit Springer B5, Springer C4. Und zum anderen ist der Bauer auf C5... ja, eine Schwäche, also die Felder drumherum sind alle ziemlich schwach. Deswegen jetzt so langsame Züge wie Läufer E7 und Rochade nach D3 eher angenehmeres Spiel für Weiß bedeuten. Es ist sowieso so, D3 und Abtausch dieser Bauern kann Schwarz nicht verhindern, also zumindest nur unter sehr, sehr großem Aufwand, also er wird es nicht verhindern können. Und dann ist es so, dass Schwarz temporär seine Figuren ja eben aktiver postiert hat und ja, die Schwäche ist allerdings auch dauerhafter Natur. Ja, als ich das analysiert hatte irgendwann mal mit Springer E1, dann konnte ich mich noch daran erinnern, dass Schwarz den Läufer entwickeln muss und lange Rochade. Und hier gibt es ja nur Läufer E6 oder Läufer F5. Und nach Läufer F5 hat mir in der Partie F3 nicht gefallen. Und dann steht der Läufer so ein bisschen in der Wirkungslinie des Turms. Deswegen habe ich mich für Läufer E6 entschieden. Ja, F3 ist ein kleiner Planwechsel, aber auf die meisten Züge ist es eben nicht so gut zu versuchen, sich die Zentrumsmehrheit zu erarbeiten, weil man davon nichts haben wird, sondern auf natürliche Entwicklung zu setzen. So. Gefesselt, fesselt hier den D-Bauern an, weswegen Weiß sich dann hier entfesselt hat. Ich habe noch eine Sekunde über Läufer E3 nachgedacht, worüber wir uns gar nicht unterhalten haben, aber ich glaube, Dame A4 muss besser sein. Ja, glaube ich auch. Ja, das ist wahrscheinlich, okay. So. Dame A4, Läufer D6, also Schwarz entwickelt sich relativ schnell. Ja, und jetzt kommt D schlägt E4. Und jetzt ist es aber ganz lehrreich, weil man würde ja denken, Schwarz ist besser entwickelt, hat schon rochiert, hat mit dem Turm eine Zentrumslinie besetzt und ob es dann nicht besser wäre, mehr Figuren auf dem Brett zu behalten und vielleicht auf Königsangriff zu setzen. Aber dabei ist es so, dass der Zug wahrscheinlich gar nicht so richtig gut ist. Es kommt Läufer C4 und auf die meisten Felder, wohin die Dame zieht, wird sie dann später in weitere Angriffe reinkommen. Man muss jetzt ja erstmal gucken, dass man nicht zulässt, dass auf E6 geschlagen wird, weil es macht gleich die eine Linie zu und der Schwarz sich was erhofft hat. Also Dame A5 ist
wahrscheinlich einfach kein guter Zug. Aber nach Dame F5, Springer F3, sieht es so aus, als ob er Schwarz derjenige ist, der sich die Probleme einhandelt. Ja, also ganz ehrlich, ich habe über Springer schlägt E4 gar nicht nachgedacht. Für mich war klar, dass Dame schlägt E4 der richtige Zug sein muss, weil mein König tendenziell schwächer ist als der Weiße, weswegen Damentausch für mich nicht schlecht ist. Das Problem für Schwarz ist hier allerdings nach wie vor, dass dieser Bauer auf C5 und die Schwäche auf C4 und D5, B5 verhindert so einen größeren Vorteil. Also es wäre deutlich angenehmer, wenn der Bauer hier stände, sodass eben mein Entwicklungsvorsprung zwar wichtig ist, aber nicht so wichtig. So, so ich muss das mal aufholen. Springer F3. Ich habe jetzt hier so einen natürlichen Zug gemacht, Turm H nach E8, aber ja, ist eine schwierige Stellung. Vielleicht hätte ich auch gleich H6 machen sollen, um die weißen Figuren zu begrenzen, aber ich dachte, der Zug kann eigentlich nicht schlecht sein. Wir haben da auch nicht richtig was gefunden, was, also Varianten, in denen sich sinnvoll Turm E8, weil sie sich sinnvoll auf Turm E8 verzichten lässt, von daher kann man ihn auch gleich spielen. Weiß entwickelt sich auch, Läufer ja. E3. So, und jetzt habe ich hier H6 gemacht, mit der Idee, hier Raum zu gewinnen mit F5, F4 oder G5, was wahrscheinlich ein guter Plan war. Mir bleibt auch nicht viel anderes übrig. Denn die Alternative F5 sofort würde auf den ersten Blick vielleicht bedrohlich aussehen, weil nach F4 müsste der Läufer wieder gehen. Und ich würde ihm eigentlich gerne Platz machen, geht aber nicht, weil der A2 hängt. Das heißt, es sieht so aus, als ob es ein kleines Problem gibt. Aber wahrscheinlich ist Schwarz derjenige, der das Problem hat nach Springer G5. Weil F4 ist in der Sekunde jetzt nicht möglich, weil der Springer E4 hängt. Und tauschen, Läufer schlägt G5 ist ein sehr, sehr wichtiges Tempo für Weiß. Nach Läufer E7 kann dann wahrscheinlich Weiß einfach mit Läufer E3 zurückkehren und behaupten, dass Schwarz zwei strategisch schlechte Läufer hat. Der ist schlecht wegen dem Bau und der ist schlecht wegen dem. Und ja, in dem Moment, wo dann anfangen, die Figuren vom Brett zu füllen, erholt sich Weiß mindestens und vielleicht kann er dann sogar auf, ja, irgendwann später tief im Endspiel auf mehr spekulieren. Läufer D5 geht nicht wegen Turm D1. Schwarz hat ein großes Koordinationsproblem. Ja, das heißt, H6 war ein sehr, sehr guter Zug. Okay, es kam Läufer C4, Weiß versucht Figuren abzutauschen, weil er weniger Raum hat. Und dadurch, der Läufer, im Prinzip, theoretisch. Und dadurch auch ein bisschen meine Initiative zu bremsen nach F5. Es droht F4. Turm AD1 verhindert jetzt F4 nicht, allerdings kann jetzt Weiß den Läufer ganz ökonomisch auf C1 parken. Genau. Ich bin halt nur in so einer Zwickmühle. Ich würde gerne die Läufer schon gerne tauschen und ich habe ein bisschen Angst davor, dass er mit dem Läufer später abhaut, aber gleichzeitig will ich auch nicht selber tauschen, weil dadurch deckt der Turm den Läufer und Schwarz hat dann später die Möglichkeit, mit Turm DE8 auf der E-Linie zu verdoppeln, weil Türme will ich eigentlich auch tauschen. Und mein Springer bleibt immer noch am Rand, also ich muss ein bisschen abwägen. Ich hätte hier natürlich so eine Zugung auf die 6 zu nehmen, aber es ist, glaube ich, nur das Zweitbeste. Also es ist schon besser zu warten. Ja, und hier ist so die kritische Stellung der Partie, wo ich auch am meisten Zeit investiert habe. Ich habe hier verschiedene Züge. Ich kann Läufer F5 machen, ich kann Läufer G4 machen, ich kann G5 machen oder Springer G5, was ich in der Partie gemacht habe. Also vier Züge kommen so in Frage. Als erstes habe ich über Läufer G4 nachgedacht. Das ist allerdings... fand ich irgendwie unbefriedigend, weil wahrscheinlich selbst Läufer schlägt F3 keine echte Bedrohung ist, weil der weißfällige Läufer zu wichtig ist. Und der eigentliche Zug, denke ich, wäre G5, wäre so der natürliche Zug gewesen. Der hat mir nicht gefallen, weil ich dachte, dass nach Turm E1, wenn ich jetzt Läufer F5 mache, also meinen Läufer behalten möchte, wenn zum Beispiel Läufer F7 kommt oder Läufer D5, dass ich irgendwie Weiß zu viel Kontrolle im Zentrum gebe. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht der Fall, wenn ich hier so einen, den Zug habe ich so ein bisschen unterschätzt, Läufer C7 mache, dann ist es für Schwarz deutlich leichter. Nimmt den Läufer aus dem Schuss vom Turm, aus dem Schuss vom Springer, also Springer B5 kann ich natürlich machen, aber Springer B5 ist eine Sackgasse. Ich will den Springer eigentlich über C4 ins Spiel bringen, Springer C4 ist jetzt ohne Tempo. Und es wird in sehr, sehr vielen Varianten die Möglichkeit des Rückzugs Springer F6 eingeführt. Dass der Doppelbau auf C6 steht, ist nicht so schlimm wie der Umstand, dass die weißen Figuren keinen richtigen Platz zum Atmen haben. Der Läufer auf C1 steht sehr passiv. Es ist nicht so ganz einfach, den Springer irgendwas Vernünftiges zu machen. Klar, Springer C4 kommt irgendwann, aber er greift dort auch nichts an. Man kann die Bauernkette nicht so leicht knacken. Nach dem Zug G3 gibt es immer Motive wie Läufer G4, weil ich dann in Fesselung stehe. Wir haben hier ziemlich viel geschaut, aber ich hätte hier eine etwas schwere Zeit gehabt. Ja, das wäre auf jeden Fall der kritische Versuch gewesen. Wahrscheinlich jetzt doch nehmen, wie wir gesagt haben. Genau, zu tauschen. Also Weiß sollte nach wie vor versuchen, so viel wie möglich zu tauschen, um sich zu entlasten. Also jetzt zum Beispiel Springer C4, um weiter zu tauschen, oder Turm E1 und Springer D2.
Aber Schwarz behält wahrscheinlich leichten Druck. Ist jetzt nicht gewonnen oder so, aber ist einfach angenehmer für Schwarz. Es ist schwierig zu zeigen, dass das wirklich der schlechte Läufer ist, weil Schwarz einfach über so viel Manöverraum verfügt, dass der Läufer immer genug Felder oder Diagonalen findet, während mein nominell guter Läufer, wenn man sich jetzt das anguckt, eben eigentlich gerade schlecht ist. Und ich muss versuchen, das irgendwie zu knacken, ohne meine Königstellung zu sehr zu beschädigen. Und das ist keine so einfache Aufgabe. Also wir sind dazu gekommen, dass Schwarz einen messbaren Vorteil hat, wenn er auch nicht klar ist, ob er die Partie gewinnen kann. So. Ja, und ich habe jetzt hier ein bisschen frustriert hier Springer G5 gespielt, weil ich keinen Vorteil mehr gesehen habe. Das ist jetzt wie so ein implizites Remis-Angebot oder so eine Vereinfachung der Stellung. Was ich auch angenommen habe. Sehr interessant wäre es hier nach Springer 4 gewesen, aber es sieht so aus, als ob der Zug einfach nicht funktioniert. Das war mein erster Reflex, den Springer einfach zu behalten, um zu sagen, dass der ein bisschen komisch steht, weil er gerade die Verknüpfung der Bauernstellung verhindert und ich will hier ab und zu auch auf Bauernjagd gehen in manchen Varianten. Gut, das ist jetzt nur eine Kooperativvariante, aber zum Beispiel F3 funktioniert gar nicht, weil man ja sagen könnte, okay, mach die weiße Struktur kaputt, aber der Läufer nimmt. Und wenn Schwarz sagt, er schlägt zwischen, dann schlägt Weiß aber nicht zurück, sondern spielt Turm E1 und gewinnt eine Figur. Gut, klar, F3 ist natürlich kein guter Zug. Ja. Schwarz behält sich F3 vor in dem Moment, wo er den Springer dann auf G6 sieht. Das heißt, er hat jetzt noch eine Zugzeit, etwas zu machen. Und den Zug nutzt er auch. Er spielt Läufer C7. Und hier hat sich in der Analyse gezeigt, dass Weiß nichts erreicht hat. Er hätte was erreicht, wenn es ihm möglich wäre, Springer G6 zu machen, weil es nicht so klar ist, wie Schwarz eigentlich den Bauern retten soll. Aber Schwarz verfügt einfach über eine taktische Antwort, die jetzt auch nicht so ganz zufällig kommt. Nimmt. Läufer nimmt C4, Springer nimmt C4. Und es sieht so aus, als ob die weiße Strategie von Erfolg gekrönt ist, weil es nicht klar ist, wohin man den Bauern bewegen soll. Aber Schwarz kümmert sich darum gar nicht und spielt Turm E6. Und es zeigt sich, der Springer schlägt E4 einfach ohne Diskussion eine Figur verliert. Da geht einfach nichts mehr. Das heißt, der Springer muss nach H4 zurück und das bedeutet, dass die weiße Strategie gescheitert ist. Es kommt B5, Springer muss nach H3, A6, dann stehen alle weißen Springer schlecht. Der Läufer hat immer noch nicht geschafft zu ziehen. Geht einfach nicht. Ja. Das war sehr knapp, weil wenn es die Ressource nicht gäbe, dann wäre das eben eine erfolgsweise Strategie. Aber das ist im Schach manchmal so. Es scheitert an solchen ganz kleinen, simplen Kleinigkeiten. Und es ist aber nicht so, als ob ich das alles gesehen habe. Ich habe mich das ehrlich gesagt nicht getraut. Also, und gut. Was aber durchaus auch ein gutes Zeichen ist, dass man sich sowas eben nicht traut. Gut, es kam in der Partie nach Springer G5, Springer schlägt G5, H schlägt G und Turm E1. Ja, und hier hätte ich vielleicht nochmal die Chance gehabt, ein bisschen mehr Probleme zu stellen als in der Partie mit Läufer F5, also wieder einen Tausch zu verhindern. War mir allerdings irgendwie zu heiß, weil das ein bisschen meine Koordination hier stört, wenn du weißt, Türme tauscht. Das hängt ja jetzt nur an der Kleinigkeit, dass Weiß nicht den Läufer gewinnen kann. Wenn jetzt, also jetzt gibt es Züge wie H4 zum Beispiel oder Läufer F7. Das hat mir nicht so gefallen, aber ich hätte hier wahrscheinlich doch so spielen sollen. Kann man G4 spielen? Leider nicht. Das war auch meine erste Idee, aber der Läufer nimmt und ist es ja nicht nur matt, sondern der Läufer geht verloren. Aber es ist auch matt, also nach Läufer G4, genau, das ist auch matt. Nach Turm D6 kommt Schach, F3, ja. König G3 und Turm G1 matt. Schwarz beschäftigt sich gar nicht mit dem Läufer. Ja. Nee, man muss hier kleine Brötchen backen mit F3 oder Läufer F7 haben wir nicht ganz geklärt, ob das irgendwas bringt, wahrscheinlich eher nicht. H4 ist möglich, aber da hatten wir auch eine Stellung, wo es wahrscheinlich etwas unter dem Nuller-Level ist. Besonders ärgerlich ist es natürlich, dass ich den Zug Turm E1 ohne Nachdenken gemacht habe. Wo es doch hier im Prinzip relativ problemlos möglich wäre, jetzt doch zu tauschen. Also ist ja gerade diese Balance, über die ich vorher gesprochen habe. Man will die Läufer eigentlich tauschen, will es nicht selber machen, aber man muss natürlich auch erkennen, wann der Moment ist, wo man es doch machen muss. Ich vermute, es war hier, weil... Jetzt tauscht sich auch noch ein Turmpaar, weil ich jetzt meinen Läufer wegziehen muss. Und jetzt zum Beispiel nach Schlagen oder F3, aber wahrscheinlich ist das Beste, auch den noch zu tauschen. Ist das einfach eine ausgeglichene Stellung. Richtig. Das kann man von der nicht behaupten, weil es ziemlich schwer ist, die Stellung zu cracken, die Schwarze auf dem Flügel und Schwarz pusht und der Läufer kann nicht belebt werden, aber hier hat Schwarz eine permanente Schwäche auf dem Feld. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, das aufzureißen, dann kann schnell das Ruder auch mal komplett umgerissen werden. Das heißt, diese Stellungen bergen für Schwarz immer auch eine Spur Risiko, weil sich dann wirklich zeigen könnte, dass der Läufer mal ein Monster ist. Das sollte sich Schwarz nicht trauen. Deswegen,
Deswegen kam in der Partie wenig aufsehenerregend. Turm E1. Springer E5. Weiß hat jetzt getauscht. Und jetzt Springer C4, nutzt halt den Umstand aus, dass der Turm gerade umgedeckt ist. Ich habe dabei Remis geboten, weil ich schon merke, dass ich also spiele. Weil ich habe mich nach Turm E1 auch sofort geärgert, dass ich Läufer 5 reingelassen habe. Weil ich hatte mir vorher vorgenommen, da zu rechnen, ob ich Turm E1 oder Läufer Stück 6 spielen will. Und dann habe ich irgendwie, ohne überhaupt irgendwie nachzudenken, Turm E1 gespielt. Und sowas frustriert mich immer so ein bisschen. Und dann habe ich bei Springer C4 Remis geboten und wir haben gerade geschaut, die Stellung sollte Remis sein, aber Schwarz muss wahrscheinlich noch so ein, zwei genaue Züge machen. Läufer C7, sieht sinnvoll aus. Dann nimmt, dann schon mal mit dem König, damit er näher in die Mitte kommt. Und jetzt ist es wahrscheinlich am besten sofort zu nehmen, weil man kann nicht sofort G3 spielen wegen Springer F3 und König F1 ist die falsche Richtung. Der König will wahrscheinlich im Endspiel durch den Königsflügel sofort nach vorne kommen. Das heißt, es gibt keinen Zug, der für Weiß die Stellung verbessert. Das heißt, weg damit. Und ja, wir haben jetzt gesagt, Turm schlägt G5 ist gefährlich für Schwarz, weil nimmt, nimmt. Der König landet automatisch vorne irgendwie auf den weißen Feldern. Das ist für Schwarz sehr mühsam. Also er sollte mit dem Läufer nehmen. Ja, mit dem Turm behält man mehr Remis-Chancen ja meistens in den Endspielen. Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass wir einfach nicht diesen Zug geschaut haben und ich glaube, hier ist Schwarz gebastelt. Ja, gut. Das sind die Fehler in der Analyse, ja, das stimmt. Das sind die Fehler in der Analyse. Das ist, ja. Das ist jetzt doof. Wir haben nämlich vorher die Stellung analysiert mit gedecktem Turm. Ja, da ist natürlich dann nichts. Hier H4 ist ja ganz doof. Ja, hier ist Schwarz dann doch gezwungen, mit dem Turm auf E5 zu schlagen. Ja, aber das ist keine gute Nachricht, weil jetzt mache ich König F1, jetzt mache ich wieder nicht G3. Ja. Und zack, zack, sagen wir mal zack, zack. Jetzt hat Schwarz eine unangenehme Wahl. Er möchte eigentlich nicht, dass der König nach da kommt, kann es aber nicht verhindern. Das ist sehr gefährlich. Klar, Schwarz hat hier ein bisschen Gegenspiel, aber das wird auch dadurch gehindert, dass, dass die Bauern quasi, dass er nicht drei Bauern hat, sondern nur zwei. Und wahrscheinlich ist es am besten, C4 zu erzwingen und erst danach das Feld abzugeben. Aber wir haben auch hier geschaut, dass Weiß immer die Möglichkeit hat, sich mit B3 zu stabilisieren und danach die schwarze Bauernstruktur anzugehen. Also nicht, dass es sich zeigt, dass ich in einer relativ guten Stellung Remis geboten habe. Könnte sein, sagen, ja. Blöde Sache. Ja. Ja, vielen Dank.